Und das war dann der Anfang, dass ich erstmal ein Journey Intensive besucht habe und dann ganz schnell gemerkt habe, ich will die Ausbildung machen, weil da ganz tiefe Veränderungen in meinem Leben passiert sind, schon bei dem ersten Intensive, was ich mitgemacht habe. Hallo, ich bin Glenn, Journey Practitioner bei The Journey von Brandon Bates und ich habe die große Freude, mit Uschi Weiden was beizusprechen. Hallo. Guten Morgen, Guten Glenn. Morgen und ich bin sehr gespannt, was sie uns über ihre Erfahrung mit der Journey sagen wird. Liebe Uschi, wie bist du zur Journey gekommen? Bei mir passiert immer alles auf drei Wegen. Also es muss immer dreimal zu mir kommen, bevor ich dann wirklich sage, das könnte was für mich sein. Und so ist es auch in diesem Fall passiert, dass mir drei verschiedene Leute erstmal das Buch und auch die Seminare empfohlen haben. Und ich mir doch dann tatsächlich meine private Journey gegönnt habe, die hat nicht ganz so tiefe Eindrücke hinterlassen. Und dann kamen verschiedene Vorfälle in meinem Leben, so dass ich anderen ganz viel von der Journey erzählt habe und es wäre unbedingt was für sie. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das so empfehle, dann muss ich da selber hin. Und das war dann der Anfang, dass ich erstmal ein Journey Intensive besucht habe und dann ganz schnell gemerkt habe, ich will die Ausbildung machen, weil da ganz tiefe Veränderungen in meinem Leben passiert sind, schon bei dem ersten Intensive, was ich mitgemacht habe. Also beim ersten Intensive hast du so starke Veränderung gespürt oder Entwicklung gespürt, dass du gesagt hast, okay, ich mache die Ausbildung. Ja. Und was hat sich dann getan? Also du hast jetzt die Ausbildung gemacht. Wie hast du die überhaupt erlebt, die Ausbildung? Das war etwas ganz unwahrscheinlich Tiefgehendes. Also es war zu der Zeit lag meine Schwester auch im Sterben und es war wunderbar, da begleitet zu sein von all diesen Prozessen, die mir ganz arg geholfen haben, das zu verstehen, meine Gefühle dabei anzunehmen und das zu begleiten. Und währenddessen ganz viele andere Themen einfach, die sich auflösen könnten, Vergebung, die stattfinden durfte, und ich dadurch ganz andere Blickwinkel auf mein Leben und wie ich überhaupt bisher mein Leben bewertet habe oder Beziehungen bewertet habe, das dürfte sich alles verändern, beziehungsweise endlich auch wertfreier werden. Du hast gesagt, Beziehungen. Was hat sich da speziell verändert? Oder was war das besonders Augenscheinliche an der Veränderung? Ich war in der Lage, immer mehr, das ist bestimmt ein langwieriger Prozess, aber immer mehr meine eigenen Muster zu erkennen, warum ich worauf wie reagiere, letztendlich Abstand zu gewinnen zu diesen Mustern und dann auch zu sagen, ich reagiere ab heute anders darauf oder mir auch einfach Hilfe zu holen. Eigentlich ist das mit das Wertvollste an der Journey, dass man hier eine Gemeinschaft hat, an die man sich wenden kann, in der man Unterstützung bekommt, in der man immer wieder sich gegenseitig per Telefon oder wenn man sich immer wieder bei den Treffen trifft oder als Trainer bei den Journeys intensiv dabei ist oder wo auch immer, dass man da sich einfach austauscht. Jeder weiß so viel vom anderen, dass man hier einfach in der Familie ist und dadurch wirklich noch weitere Veränderungen stattfinden kann.